Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Neumondtag zu einem kurzen und knackigen Reading aus dem Tarot für das Kollektiv aller Seelenverwandten. Ja, die meisten von euch wissen bereits, dass es hier in diesem Reading nicht nur um romantische Seelenverbindungen geht, sondern ein Seelenverwandter kann dir in allen Bereichen deines Lebens begegnen. Es kann ein Familienmitglied sein, vielleicht deine beste Freundin oder jemand auf der Arbeit. Ja, mir geht es hier darum, einfach einen Impuls für dich selbst aus dem Tarot zu empfangen, was jetzt gerade in dieser Neumondenergie wichtig für dich ist in dieser Verbindung. Ja, die Seelengefährten, die erkennen wir daran, dass es Menschen sind, zu denen wir eine Verbindung haben, die sich von anderen Verbindungen zu unseren Mitmenschen unterscheidet. Wir spüren, dieser Mensch hat irgendwie die Fähigkeit, etwas Besonderes in uns auszulösen. Das kann einerseits natürlich ein sehr schönes, warmes Gefühl sein, ein Gefühl, sich zu Hause zu fühlen, vollkommen verstanden, angenommen. Ja, das sind dann auch ganz oft die, ja, nicht immer so ohne Schmerzen abgehenden Liebesbeziehungen. Aber es kann auch jemand sein, der dich triggert, ja, der von Anfang an irgendwie immer wieder in deine alten Wunden hineinpiekst. Und ich bin mal gespannt, was die geistige Welt uns heute am Neumond im Zeichen des Steinbocks mitzuteilen hat. Ich werde eine Hauptenergie aus dem Tarotdeck Feuer, Herz und Flügelschwert herausmischen. Das sind wunderschöne Tarotkarten mit Zitaten, die uns oftmals viel zu denken geben. Und da werde ich dann zu dieser Karte zwei Klärungskarten aus dem Golden Rider Tarot zusätzlich erbitten. Ja, wenn du selbst vielleicht für deine Seelenverbindung dieses kleine Reading buchen möchtest, dann findest du alle Infos dazu hier in dem Textfeld in der Infobox unter diesem Video. Das ist ganz sinnvoll, ja, wenn du mal schauen möchtest, was speziell in deiner Verbindung denn für dich jetzt als Aufgabe ansteht. Denn wie immer bei den allgemeinen Readings frage ich nach dem Kollektiv. Und so mache ich das auch jetzt. Ja, meine Lieben, wir schauen mal. Eine Karte bitte. Um was geht es heute am Neumondtag im Kollektiv der Seelenverwandten? Hier haben wir die 8 Münzen. Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Ja, ein wunderschönes Zitat. Fast ein bisschen vergleichbar mit dem, das ich oft benutze. Der erste Schritt ist die Hälfte des Weges. Ja, also das kann man in einen Topf werfen, diese beiden Weisheiten. Und die sind sehr wahr. Wenn du die Karte aus dem Rider-Waite-Tarot vielleicht in deinem Kopf hast, dann sind die 8 Münzen die Karte, auf der der Schmied seine Plaketten bearbeitet. Und er hat die, die er schon fertig bearbeitet hat, aufgehängt an einem Balken. Ja, also das heißt, er ist stolz auf das, was er schon erreicht hat. Aber er weiß auch, es ist noch ein bisschen Arbeit vor ihm. Was ich hier wahrnehme ist, wenn wir in einer Seelenverbindung stecken, dann wissen wir meistens nach einer gewissen Zeit schon, was unsere Aufgabe ist. Ja, denn die meisten Seelengefährten lösen in uns ein Gefühl aus, das nicht ganz so angenehm ist. Wir fühlen uns oft nicht wirklich wertgeschätzt, nicht wirklich gesehen, nicht geliebt. Ja, vielleicht triggert das in uns diese alte Wunde des sich nicht gut genug Fühlens. Ja, das ist ganz oft der Fall. Und es ist sehr sinnvoll, wenn wir dann nicht immer unser Augenmerk darauf richten, was denn der andere eigentlich jetzt bitteschön zu transformieren und zu verändern hat, damit das mit uns klappt, ja, sondern wenn wir bei uns selbst beginnen. Und das ist die Energie der 8 Münzen. An sich selbst zu arbeiten, dazu gehört natürlich erstmal, dass ich überhaupt erkenne, welche Aufgabe bringt mir diese Seelenverbindung in mein Leben. Ja, und auch da lohnt es sich, immer wieder hinzuschauen, was macht das Verhalten des anderen eigentlich mit mir? Denn wir neigen ja dazu, gerade in den Beziehungen zu anderen Menschen, wenn was nicht so läuft, wie wir uns das wünschen,
dass wir genauestens analysieren, was der andere denn jetzt eigentlich verkehrt macht. Ja, was bei dem anderen nicht stimmt, was bei dem anderen nicht funktioniert. Ja, das Verhalten des anderen wird unter die Lupe genommen. Was aber das viel Wichtigere ist in so einer Seelenverbindung, ganz gleich welcher Art das jetzt bei dir vielleicht ist, dass du mal schaust, was macht das Verhalten des anderen denn mit mir? Ja, wenn du beispielsweise einen Arbeitskollegen hast, ja, der dich bei deinem Chef anschwärzt oder der bei den Kollegen schlecht über dich redet, dann liegt es natürlich nahe und in der Natur des Menschen, dass wir erstmal auf diesen Menschen wütend sind, dass wir uns über den aufregen, dass wir sagen, das kann doch nicht wahr sein. Ja, was erzählt der für einen Blödsinn? Das darfst du natürlich, ja, deinem Ärger hier Luft machen, auch für dich selbst, um diese Wut mal loszuwerden. Aber dann wäre es sehr, sehr sinnvoll für dich und deine eigene Entwicklung, wenn du mal fragst, was löst denn dieses Verhalten eigentlich in mir aus? Welche Urwunde wird denn hier berührt? Und das ist ganz oft dann, vor allem jetzt in dem Beispiel, die Urwunde, dass man sich nicht wertgeschätzt fühlt, dass man sich übergangen, hintergangen fühlt. Ja, es ist nie angenehm, wenn jemand anders über einen spricht, noch dazu vielleicht negativ. Ja, also das ist mit diesen 8 Münzen hier gemeint. Und das passt, wie ich finde, sehr schön zu der Steinbock-Energie des Neumondes, denn Steinbock ist Erdzeichen. Ja, wir haben hier mit den Münzen auch eine Erdkarte. Und es geht ja in dieser Energie so ein bisschen um Ego versus Liebe. Ja, und wenn wir noch in einem sehr frühen Stadium stecken in unserer Seelenverbindung und vielleicht uns noch nicht ganz bewusst ist, weswegen dieser Mensch in unser Leben gefunden hat, dann ist oft die Gefahr, dass das Ego tatsächlich aufschreit. Ja, wir regen uns dann fürchterlich auf über das, was der andere tut, warum er sich vielleicht nicht für uns entscheiden kann, ja, in den Liebesbeziehungen. Oder wenn es die Schwiegermutter ist, warum sie immer an den Keil reintreiben möchte, vielleicht zwischen dir und deinem Mann, ja. Das ist Ego-Energie. In gewisser Weise ist unser Ego nützlich. Das werden wir vor allem morgen nochmal im Neumond-Reading und abends in der Neumond-Session sehr genau beleuchten, ja, da geht es ja darum, was kann das Ego, was kann es nicht. Sicherlich ist es wichtig, dass wir uns selbst behaupten, dass wir Grenzen setzen zu anderen Menschen, aber wir sollten nicht zulassen, dass es uns von der Liebe trennt. Und dabei geht es um die liebevolle Betrachtung der Gesamtsituation. Und gerade bei den Seelengefährten ist dann das Thema, dass du dir überlegen darfst, dass ihr euch beide bereits vor Eintritt in diese Inkarnation zu all dem entschieden habt, was ihr zusammen erlebt. Und dann verändert sich nämlich der Blickwinkel. Dann wirst du viel weicher und viel milder und bist wieder in der Liebesenergie statt im Ego, weil du dann weißt, dass dein Seelengefährte oder deine Seelengefährtin, ja, sich mit deiner Seele, mit dir als Seele verabredet hat für das, was ihr gemeinsam erlebt. Nämlich, um euch letztendlich weiterentwickeln zu können, wenn ihr eure Aufgaben erkennt. Es kann sein, dass jeder von beiden eine Aufgabe für den anderen bereithält. Es ist aber auch möglich, dass nur einer eine Aufgabe für den anderen hat. Ja, manchmal sind es auch karmische Aufgaben. Das heißt, in einem früheren Leben wurde hier schon der Grundstein gelegt. Da ist irgendein Thema noch nicht zu Ende bearbeitet und das wird jetzt in diesem Leben nochmal auf den Tisch gelegt, damit man es erkennt und löst. Ja, wir holen uns mal 2 Klärungskarten. Warum fallen hier die 8 Münzen? Warum fallen die 8 Münzen? Eine Klärungskarte bitte. So, eine haben wir schon. Wow, die 6 Stäbe, das ist die Siegeskarte. Und eine zweite noch. Eine zweite Klärungskarte, bitte. Die 7 Münzen. Das ist ja eine
witzige Kombination. Wir schauen uns noch die Unterseite des Decks an. Wow, da liegt die Seelenpartnerkarte oder die Karte für eine Seelenverwandtschaft, die eventuell schon in früheren Leben erkannt wurde. Ja, das ist auch so eine Karte, die oftmals Bezug nimmt auf eben, was ich gerade gesagt habe, karmische Themen aus vergangenen Inkarnationen. Ja, wir haben die 7 Münzen, die 8 Münzen und die Siegeskarte. Ich beginne mal hiermit. Die 7 Münzen zeigen diesen Gärtner, der seine Pflanzen hier beobachtet. Der hat die richtigen Samen gesetzt und jetzt hegt er und pflegt er diese Pflanzen, damit er später auch das wunderschöne Aufblühen sehen kann, ja, oder vielleicht auch die Früchte, die hervorgebracht werden. Diese Karte sagt dir, dass du an jedem neuen Tag die Möglichkeit hast, die richtigen Samen zu setzen, um später den Sieg einzufahren. Was bedeutet denn der Sieg in einer Seelenpartnerschaft? Der Sieg in einer Seelenpartnerschaft bedeutet nicht unbedingt, dass du, ich nehme jetzt nochmal als Beispiel die romantischen Liebesbeziehungen, irgendwann mit deinem Seelenpartner in einer Beziehung bist. Das habt ihr oder die meisten von euch an meinem eigenen Beispiel erlebt. Ja, ich dachte, und das war auch ja hauptsächlich Ego geprägt, 2019, als Micha zurück in mein Leben kam nach über 20 Jahren, ich fahre den Sieg ein. Ja, aber das, was dann in den darauffolgenden 3-4 Jahren passiert ist, hat uns alle eines Besseren belehrt. Ja, denn so einfach ist es nicht. Den Sieg fahren wir dann ein, wenn wir die Aufgabe, die uns der andere in unser Leben bringt, erkennen, angehen und lösen. Ja, das ist der Sieg. Nicht, dass es dann eine feste Beziehung wird und du dann vielleicht glaubst, jetzt hast du alles erreicht, was du dir gewünscht hast. Du bist mit deinem Seelenpartner oder deiner Seelenpartnerin vereint und jetzt ist alles rosa-rot. Ja, das ist Ego. Das denkt das Ego. Also das heißt, wir als Mensch mit unserem Verstand denken das. Aber wir dürfen uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, wir sind Seele. Und da geht es um viel, viel mehr. Da bedeutet der Sieg eben nicht die feste Beziehung, wenn wir jetzt in der Liebe bleiben, sondern da bedeutet der Sieg, dass du dich selbst auf Seelenebene weiterentwickelst durch das, was mit deinem Seelenverwandten geschieht. Und ich finde das so passend, der Anfang ist die Hälfte des Ganzen, ja. Wenn du gar nicht anfängst hinzuschauen, was macht das Ganze mit dir, dann wirst du vermutlich sehr, sehr lange in einem recht unglücklichen Zustand hängen bleiben. Also bei mir war es extrem lange, ja. Das ist ja auch ein Grund für meine Arbeit, dass ich euch einfach dabei helfen möchte, dass es bei euch nicht so lang dauert. Denn auch ich habe natürlich viele, viele Jahre den Fehler gemacht und immer drauf geguckt, was Micha in seinem Leben denn jetzt macht, ja. Und das war auch sehr egobezogen. Ja, ich habe mich darüber geärgert, dass er unentwegt andere Frauen an seiner Seite hatte, immer wieder eine neue Beziehung angefangen hat. Ja, dann hat er zweimal eine andere Frau geheiratet, obwohl er ja wusste, dass ich zu ihm zurück wollen würde. Ja, also das war alles ego-basiert, auf ihn mit dem Finger gezeigt, was machst du da alles? Anstatt mich mal zu fragen, was macht das Ganze mit mir? Ja, die meisten von euch wissen, ich war dann in einer Essstörung gefangen, in einer sehr schlimmen, ja, also ich habe mich letztendlich selbst gar nicht wahrgenommen. Ich war so aufs Außen fixiert, habe immer gehofft, dass plötzlich etwas passiert, einem Wunder gleich, ja, und er vor meiner Tür steht. Und erst als ich diesen schmerzlichen Loslass oder Aufgebeprozess 2019 durchlaufen habe, ja, wo ich dann frei war, kam er zurück. Das bedeutet nicht, dass das immer so ist, ja, für uns war es halt so vorgesehen. Und da habe ich auch gedacht, wie gesagt, ich bin jetzt die Siegerin, als Siegerin gehe ich hervor.
Und habe mich dann im Jahr 2020 zu diesem überstürzten Schritt hinreißen lassen und auch selbst entschlossen natürlich, mit ihm nach Mallorca zu gehen, was dann im Nachhinein betrachtet vielleicht anders hätte laufen sollen. Das ist so ein Paradebeispiel, deswegen erzähle ich es nochmal, ja, für dieses Ego versus Liebe. Denn wir haben damals beide 2020 sehr aus dem Ego heraus gehandelt. Alle beide, ja. Wir sind über die Köpfe von Menschen hinweggestiegen. Wir haben nur uns gesehen und das war nicht richtig. Das passt eins zu eins zu dieser Steinbock-Neumond-Energie. Im Moment schreit das Ego, bei vielen Menschen bäumt es sich auf, ja. Wir haben Wut auf Dinge, die anders laufen, als wir uns das vorstellen. Wir kommen ins Urteilen, wir neigen dazu, Schuld auf andere zu schieben. Wir hadern mit Gott und der Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ist es so wichtig, uns immer wieder an die eigene Nase zu fassen und zu sagen, wenn ich mit meinem einen Finger auf einen anderen zeige, weisen drei Finger zurück in meine Richtung. Ja, also das ist schon sehr, sehr passend zu dieser Energie, die wir jetzt hier im Kollektiv haben. In der Session am Freitag werde ich noch ein bisschen mehr von mir selbst berichten. Das ist mir wichtig, das diesmal sehr persönlich zu gestalten, weil ich glaube, dass es vielen helfen kann, wirklich zu unterscheiden, wann sind wir im Ego und ich möchte fast sagen, hat das Ego die Übermacht? Wie merkt man das auch? Wie gelingt es uns auch, trotzdem für uns einzustehen und in uns in den Mittelpunkt unseres Daseins zu stellen, was wir ja auch tun sollen? Aufzustehen, wenn wir merken, dass Grenzen überschritten werden. Wie gelingt uns das denn? Ohne dabei dann aber dem Ego zu verfallen. Ja, im Moment im Kollektiv eindeutiges Beispiel für die Stimmigkeit dieses Impulses, der Aufstand unserer Bauern hier im Land. Ja, und genau dieser schmale Grat zwischen Vertretung der eigenen Interesse aus Selbstwertschätzung heraus. Andere sagen, das ist egoistisch. Ja, die Bauern nehmen im Kauf, dass eben auch Menschen, die jetzt davon nicht beeinträchtigt sind, die keine Politiker sind, ja, nicht mehr zur Arbeit kommen. Ja, oder jetzt der Lokführerstreik. Also ihr merkt, es ist ein Aufschrei des Egos, ja, ein regelrechter Aufschrei des Egos im Kollektiv. Und deswegen lohnt es sich, wirklich da immer genau hinzuschauen, aus welchem Motiv treffe ich Entscheidungen, fälle ich Urteile, wie behandle ich mich selbst. Ja, es geht ja nicht nur drum, vielleicht andere Menschen zu bewerten, zu verurteilen, vielleicht sich auch über andere zu stellen. Es geht ja auch darum, wie behandelst du dich? Und das ist oftmals ja genau die Aufgabe, die ein Seelenpartner in dein Leben bringt, nämlich hinzuschauen, wie gehst du selbst mit dir um? Denn unsere Seelengefährten spiegeln uns. Also wenn dir ein Seelengefährte geringschätzig entgegentritt, dich nicht wirklich respektiert, vielleicht auch genauso behandelt, ja, dann darfst du hinschauen, wie hoch ist die Wertschätzung für dich selbst. Und da lohnt es sich dann, den ersten Schritt zu tun, hin zu dir und zu sagen, wenn ich weiß, dass ich wertvoll bin, warum lasse ich mich dann von einem anderen Menschen behandeln, als wäre ich es nicht? Und trage ihm oder ihr vielleicht immer noch meine Sympathie oder meine Liebe hinterher. Warum lasse ich mich immer wieder zurückweisen und stehe dann aber immer wieder bereit, wenn der andere wieder da ist? Ja, wie viel Respekt bringst du dir in dem Moment selbst gegenüber? Also das ist eine wundervoll stimmige Legung. Ja, und nicht vergessen, fast der wichtigste Aspekt dieses Kartenblattes.
Der Sieg bedeutet, dass du die Aufgabe, die dir dein Seelengefährte ins Leben bringt, erkennst, angehst und löst. Denn dann wirst du gestärkt aus dem Ganzen hervorgehen und damit hat dann auch dein Seelenverwandter seine Aufgabe erfüllt. Und er oder sie hat dir irgendwann vor Eintritt in diese Inkarnation sehr mutig zugesagt, dass er sich für dich zur Verfügung stellt, um dir diese Lektion zu lernen. Wenn du dir diese Sichtweise wirklich auf der Zunge zergehen lässt, hast du eine andere Einstellung zu dem Ganzen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es war hilfreich. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da. Ich freue mich über einen Daumen hoch von dir, denn das zeigt mir, dass das Video wertvolle Impulse für dich bereithielt. Ich werde dann morgen für euch zurück sein mit einem Reading zum Neumond und abends gibt es dann die Neumond-Session. Die Session kannst du entweder live über Zoom mitmachen oder du kannst dir die Aufzeichnung sichern. Alle Infos gebe ich dir gerne über WhatsApp. Wenn du Interesse hast, schreib mir. Dann kannst du dich noch bis morgen Vormittag anmelden. Und ja, ich freue mich natürlich sehr auf die Session, weil es auch eine ganz persönliche werden wird, aus meiner Sicht. Und wir werden uns natürlich auch wieder in eine Meditation begeben. Und diesmal werde ich um eine Begegnung mit unserem Ego bitten. Denn ich glaube, die beste Methode, um unser Ego in den Griff zu bekommen, ist, es ganz liebevoll zu umarmen. Denn wie gesagt, es ist nicht nur negativ, unser Ego. Also meine Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch jetzt einen schönen Donnerstag, einen schönen Neumondtag und freue mich schon auf morgen. Eure Uli. Tschüss.